Yo, Leute, herzlich willkommen bei den Aufregers. Hier wieder der Olli für euch am Start mit dem nächsten Teil der Kartenreview der bevorstehenden Erweiterung Cabals and Kobolds and Catacombs. So, nicht Cabals and Kodokombs. Ja, Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe mich schon sehr auf diese neue Folge gefreut. Es ist ja gar nicht so lange her, ich glaube 2 Tage oder irgendwas, dass die letzte Folge kam. Aber es werden jetzt auch immer wieder schneller die... Habe ich noch Spinat hängen vom Essen? Nee, habe ich nicht. Gut, genau, es werden jetzt immer wieder neue Karten revealed, relativ schnell sogar, weil das, ja, Datum ist jetzt auch bekannt. Am 8. Dezember wird es soweit sein, dann sind die Karten da, dann geht's los, dann geht's ab, Freunde, ja. Also, ist gar nicht mehr so lange hin, noch eine Woche. Und dann weiß ich auch schon, wann ich hoffentlich Zeit haben werde, um natürlich auch wieder zu streamen mit euch und gleich mal ein bisschen rum zu experimentieren. Oh mein Gott, ich habe richtig Bock. Naja, wir kommen jetzt erstmal zu den Karten, die jetzt wieder gezeigt wurden. Wir beginnen heute wieder mit Druide. Und zwar mit dem gerade erst, revealten Legendary für den Druiden. Ein 2-4er Elemental für 5 Mana, Ixalid Fungal Lord. After you play a minion, summon a copy of it. Okay. Ixalid Fungal Lord. Ich habe den gesehen und musste wirklich sagen, okay, ich sehe aktuell mit den Sachen, die man momentan spielt, also sprich Jade Druid und vielleicht auch Aggro Druid, nicht wirklich Anwendungsbereiche. Für Aggro ist er zu langsam, Jade Druid haben meistens starke Battle Cries. Ob ich jetzt unbedingt von diversen Viechern da jetzt eine Kopie brauche, weiß ich nicht. Man könnte ihm vielleicht sich im Taunt Warrior vorstellen, vielleicht nachdem man Spreading Plague gespielt hat, oder vielleicht einen Crypt Lord oder irgendwas in der Art, um ihn zu schützen, weil 2 Crypt Lords sind natürlich mal ein richtig schöner Scheiß. Man könnte sich natürlich auch überlegen, ob er ihm vielleicht mal beim allgemeinen Ram Druid sich vorstellen könnte. Erstmal um die Quest möglicherweise. Ich weiß nicht, ob das triggert. Bitte mich da nochmal verbessern. Aber wenn man dann zum Beispiel sagt, okay, ich hole ein Vieh mit 5 Angriff und dieses verdoppel ich dann. Dass das dann praktisch als 2 Minions zählt. Das weiß ich tatsächlich nicht. Aber es könnte sein, zum Beispiel, keine Ahnung, wenn er dann eine Runde liegt, dann ein Dark Arakoa oder ein Verdant Longneck zum Beispiel zu spielen, um die Quest zu completen. Das könnte sein, aber ansonsten, ich sehe keinen eindeutigen Anwendungsbereich für ihn. Ich halte ihn auf jeden Fall für spielbar momentan. Es wird sich noch zeigen, bei Druide sind noch ein paar Karten offen und an sich sind da ungefähr noch die Hälfte an Karten offen, ne? Also deswegen, man muss abwarten auf jeden Fall, ob da schöne Buddies da sind, die man auch gut verdoppeln könnte. Ich würde nicht ein ganzes Deck um ihn rumbauen, aber er sollte so ein, ja, weiß nicht, so eine Korrektur was da, wie so ein Fendral Stack haben, ne? Also wenn er so eine Fendral Stack haben Position hat, dass man sagt, ich habe das Deck so weit, dass ich sage, er korrigiert ist total cool. Man kann das Deck zwar auch ohne spielen, dann ist es aber nicht ganz so geil. Ja, also drumrum spielen, dafür halte ich den Effekt zu schwach, weil dafür ist er zu schnell geklärt. Aber, ja. Ich meine, man könnte natürlich auch sagen, man verbindet es mit Trick of the World Tree, dass man dann halt einen Mega-Zug hat und eventuell vielleicht sogar, keine Ahnung, hier, wie heißt da hier, den, wenn man eine Instant-Copy von was kriegt, da denke ich zum Beispiel auch an, jetzt mal spaßeshalber, an Blood of the Ancient One. Dann kriegt er gleich den 30-30er raus. Also, ja. Nur so. Ich weiß, dass es bessere Sachen gibt, als jetzt den Blood of Ancient One zu holen, aber ansonsten, ja, ich sehe Anwendungsmöglichkeiten, nur im Moment noch kein Deck dazu. Müssen wir nachschauen, aber ich meine, den gibt es ja auch noch eine Zeit lang. Vielleicht wird sein Anwendungsbereich auch erst in der nächsten Expansion oder in der übernächsten kommen. Aber an sich, coole Karte. Dann kommen wir auch schon zum Mage. Der Hunter hat nichts bekommen. Und der Mage hat eine starke und eine, finde ich, nicht so starke Karte bekommen. Wir fangen mal erstmal mit der nicht so starken an. Für 5 Mana ein Zauber, Deck of Wonders. Shuffle 5 Scrolls into your deck. When drawn, cast a random spell. Ihr kriegt also 5 Scrolls, also solche Zauber auch wiederum, in euer Deck gemischt, die einen random Spell casten. Wahrscheinlich dann auch, es steht zwar nicht da, aber wahrscheinlich auch wieder mit random Targets, ist ganz klar. Ich meine, wenn ihr einen Feuerball castet, dann muss der halt irgendwo hin, ne? Also es sind also random Spells, die random aus eurem Deck kommen und random Effekte haben und random Targets choosen. Also für 5 Mana. Es wäre eine witzige Sache, wenn sie 2-3 Mana kosten würde. Aber ansonsten, also für die es ist eine witzige Karte, aber ich halte es für eine Meme-Karte. Das ist tatsächlich, hey, hast du kurz Zeit für die 80k Quest? 20 Mints.
bin am Aufnehmen. Genau. Also als Meme-Karte fungiert sie. Man kann sie vielleicht für den Questmage benutzen, weil dann ja die Random Spells dann in irgendeiner Weise vielleicht ja kommen und vielleicht dann ihr helfen, die Questen vorher fertig zu kriegen. Aber ansonsten... Nee. Nee. Also ansonsten sehe ich die Karte leider Gottes gar nicht. Also da fallen mir sehr viel schönere Sachen ein, was ich in mein Deck packen könnte, außer Deck of Wonders. Tatsächlich. Dann kommen wir zur nächsten Karte, die bessere Karte, nämlich ein 4-5er für 4 Elemental Leyline Manipulator. Battlecry, if you're holding any cards that didn't start in your deck, reduce their cost by 2. Okay, das heißt also, wir haben hier auf jeden Fall schon mal ein Yeti. Einfach mal ein Chillwind Yeti, der in der Beta, für die es nicht wissen, ziemlich stark war, einfach nur wegen seinen Stats. 4 Angriff ist für so ein Midrange-Vieh immer recht cool, gerade gegen Priester. Und ein 4-5er Stats und mit dem Effekt noch dazu hat das Ding halt schon mal so oder so Value. Das muss man halt schon mal sehen. Ne? Also dass es an sich eigentlich schon ein starkes Vieh ist. Wie oft kommt es vor, dass ihr Karten habt, die euch nicht gehören? Momentan recht oft. Einfach nur deswegen, weil Cabalist Tome oft gespielt wird. Auch hier die Glyphe, ne? Die Primordial Glyph. Quest Mage macht sich zur Aufgabe, möglichst viele Sachen zu spielen, die nicht in eurem Deck gestartet haben. Und dass die dann immer 2 weniger kosten, kann gegebenenfalls für schöne Situationen führen. Gerade deswegen, weil auch manche Sachen schon durch Primordial Glyph schon reduziert wurden. Mal angenommen, ihr habt den auf dem Feld, spielt Primordial Glyph, könnt ihr zum Beispiel einen Pyroblast für 6 Mana casten. Das Ding hat Value, tatsächlich. Ich weiß bloß nicht, würde ich es, weil es ein Elemental ist, vielleicht für den, als kleines Korrektur, ja, klar, einfach zur Korrektur für Elemental Mage machen. Weil den finde ich zum Beispiel cooler als Steam Searcher, muss ich sagen. Steam Searcher ist auch in Ordnung, aber ich finde ihn stärker auf jeden Fall. Und Water Elemental ist halt ein Staple. Also das ist halt einfach so oder so ein starkes Vieh nach wie vor. Und beim Elemental Mage auf jeden Fall sehr, sehr gut brauchbar. Also ich habe schon auf jeden Fall Elemental Mages gespielt, wo ich Steam Searcher drin hatte. Den würde ich tatsächlich durch Leyline Manipulator austauschen. Den finde ich stark. Einfach erstmal von den Stats her und zweitens einfach der Effekt ist cooler. Entschuldigung. Jo. Also so oder so, ziemlich starkes Ding. Eventuell Elemental Mage, eventuell Quest Mage. Ganz genau weiß ich es noch nicht, muss ich ausprobieren, aber ist cool. Auf jeden Fall eine coole Karte. Gut, dann kommen wir weiter. Beim Paladin war nichts Neues und beim Priester eigentlich auch nicht, aber mir ist aufgefallen, ich habe jetzt leider schon, ich glaube das zweite Mal schon vergessen, eine Karte anzusprechen, über die ich auch nur kurz reden werde, weil man muss dazu denn nicht viel sagen. Psychic Scream. Für 7 Mana, shuffle all Minions into your opponent's deck. Also, es geht mir ein bisschen auf den Sack, muss ich sagen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Manchmal verstehe ich es einfach nicht. Manchmal verstehe ich es nicht. Ist wirklich so. Ich verstehe es einfach nicht. Als ob Priester nicht schon genug viel Clears hätte. Der hat gerade im Wild-Bereich so arschviel zum Removen. Übrigens, ich muss mal ganz kurz nochmal den Druiden durchblättern, mal so nebenbei, ob hier irgendwas ist für die Wild-Spieler, was die denn mit dem neuen Legendary machen könnten. Aber jetzt auch nichts, wo ich sage, wow, krass, oder? Also ich habe jetzt auch nichts, für Wild habe ich auch nichts wirklich was im Kopf gehabt, was jetzt mega krass war. Giant Anaconda wäre natürlich, es wäre viel cool, so ist es nicht. Viel wäre cool. Ja, 2 Tarantus sind auch stark. 2 Kun the Forgotten King ist auch cool. Ancient of War ist auch cool. Also, naja. Gut, aber wir sind bei Priester. Es ist ein Vielclear für 7 Mana. Das heißt also 1 weniger teuer als Twisting Nether. Aber die Viecher werden ja nicht zerstört, sondern nur ins Deck zurückgetan. Ist das jetzt schlecht oder gut? Das kommt aufs Matchup an, erstens. Und zweitens kommt es darauf an, was für ein Priester ihr spielt. Also ich schätze stark, dass man den zum Beispiel im Silence Priest ziemlich gut brauchen kann. Weil was bringt es euren Gegner, wenn er ihm diesen komischen Guardian da gibt, ja, hier den Ancient Watcher.
Oder Razor. Ach, ich hab's doch selbst gespielt, dieses Scheißdeck. Warum weiß ich denn nicht, wie die Viecher heißen? Verdammte Scheiße. Wo sind sie denn? Müsst gleich kommen. Gleich hab ich's. Laser, Raw, Leaf, keine Ahnung, wie heißt der Scheiß? Moment, hab's gleich da, haben wir's doch. Ach, der kostet 3. Hoppla. My bad. Humongous Razor Leaf, das wollte ich. Genau, also wenn die einfach ins Deck zurückkommen von ihm, natürlich ungebufft, dann zieht er halt Müll. Ja, also, das heißt also, wenn es irgendwie schafft, ihm vielleicht damit auch eigene Minions, die er schlecht einsetzen kann, ins Deck zu mischen und dass er somit tote Karten auf der Hand hat, ist Psychic Scream sogar noch stärker. Also es ist ridiculously strong beim Rasa Priest, ich habe den aus Protest noch nie gespielt, also einfach wo ich sage, das ist einfach lächerlich, das Deck, in meinen Augen. Dass man den zum Beispiel sehr, sehr gut on Curve spielen kann mit dem Deck schon. Und ich meine, wirklich, Rasa Priest muss wirklich nicht noch mehr gepusht werden. Ich wollte nicht lange drüber reden. Es ist eine starke Karte. Um Himmels Willen ist die stark. In mehreren Priests sehe ich die. Außer im Dragon Priest. Der ist, glaube ich, mit der Dragon Bomb ganz gut bedient. Genau, dann kommen wir zum Schurken. Hier haben wir ein neues Secret bekommen. Das dritte sogar. Also, wow, Secrets für Rogue und gleich 3 Stück. Nicht schlecht. Evasion. Secret after your hero takes damage, become immune this turn. Coole Sache. Das ist praktisch ein Eisblock, nur dass er immer triggert. Egal, ob ihr jetzt auf 0 gehen würdet oder nicht. Macht es diese Karte besser oder schlechter? Kommt drauf an. Ich würde sagen, das Ding ist sogar besser. Sogar fast schon besser als Iceblock. Und Iceblock ist fucking strong. Ihr könnt euch einfach aussuchen, okay, diesen Zug meinetwegen werde ich jetzt verdammt viel kassieren. Ich spiele jetzt einfach Evasion und kriege keinen Face-Schaden. Oder ihr spielt es einfach wie Iceblock, von wegen, oh, ich bin kurz vor Tod. Und dann mache ich das. Ich sehe auf jeden Fall mal mindestens zwei, ne? Also ich meine, die Secrets kann man so sehr gut im Miracle Rogue spielen, weil es einfach billige Zauber sind und die triggern wunderbar mit dem, mit dem Gadgets on Auctioneer. Aber vor allem sehe ich ihn erstens im Maligos Rogue, der zwar, ich habe mir einen gebaut, ich habe ihn auch gespielt, er ist arschschwer, aber es geht. Und der wird so mit der Sonya Shadow Dancer nochmal gepusht auf jeden Fall. Und einfach eben diese OTK-Sache, ja, ich bereite was vor, und würde vielleicht sterben, aber durch Evasion sterbe ich nicht. Das ist halt immer ganz geil. Und auch für Milrogue vielleicht sogar. Dass ich sage, okay, ich bin im Fatigue, habe noch, keine Ahnung, also wenn ihr die ganze Zeit nur ungefähr so viel zieht wie der Gegner, das ist ja gerade Scheiß im Standard zumindest, dass ihr hier Burgle nicht mehr habt. Oder hier dieses Mische eine Karte wieder dreimal ins Deck. Ihr könnt alles rumspielen, aber dass ihr eben mehr Karten habt als der Gegner, das ist einfach das, was den Milrogue unspielbar gemacht hat. Durch Evasion könnte es vielleicht sogar funktionieren und vielleicht sogar noch zusammen mit dieser Waffe, die einen für einen Zug immun macht. Wo ist sie denn? Diese komische Waffe. Obsidian Shard. Nee, das war's nicht. Das ist auch keine Unguru-Karte, ich Holzbirne. Warte mal, wie hier. Genau, your hero is immune this turn, genau. Dass man wirklich mit Evasion und mit Shadowblade versucht, seinen Fatigue-Schaden rauszuzögern. Hört sich kryptisch an, kann aber funktionieren. Und Milrogue war noch nie schwer, war noch nie leicht. Wir werden abwarten, aber Evasion, ich sehe Anwendungsbereich, ich mag das Secret. Dann kommen wir zu Elven Ministrel. Für 4 Mana ein 3-2er Combo, draw 2 Minions from your deck. Alter. Krass, ich meine, das Ding ist grob gesehen, also jetzt mal außer, dass ihr halt nur 2 Minion drawt und nicht einfach nur 2 Karten zieht, ist das Ding grob gesehen Arcane Intellect und ein 3-2er für 1. Also Value hat das Ding so oder so und klar, es hat, ist halt noch Combo, ja, aber also eine Combo werdet ihr schon irgendwie hinkriegen. Also man hat auf jeden Fall 2 Möglichkeiten, diese Karte zu nutzen, meines Erachtens nach. Entweder in einem Aggro-Rogue mit Kalazoth drin, dass ihr eben schneller Kalazoth zieht oder die Chance höher ist, dass ihr Kalazoth zieht, falls ihr noch nicht gezogen habt. Oder die Minions, die schon durch Kalazoth gepusht wurden, schneller auf die Hand zu kriegen. Weil es kann natürlich bei einem Aggro-Deck immer sein,
dass ihr einfach irgendwann Kartennot bekommt. Ja, und die habt ihr mit Elven Ministrel auf jeden Fall mal gegengewirkt. Da sehe ich den Hauptanwendungsbereich, wo man es mal ausprobieren könnte. Und beim Miracle Rogue an sich, weil Miracle Rogue einfach relativ wenig Viecher hat, relativ wenige Minions. Und man da eben nach Sonja Shadowdancer oder nach anderen wichtigen Minions, Edwin van Cleef zum Beispiel auch, einfach ein bisschen cyclen könnte. Einfach ein bisschen nachsuchen könnte und zwei Minions von, keine Ahnung, wie viele hatten so Miracle Rogue, vielleicht 9, 10. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Nee, Elven Ministrel ist scheißstark. Der ist arg. Also, bis jetzt habe ich sowieso von Rogue noch keine schlechte Karte gesehen, außer dieser Kobold Illusionist, den finde ich jetzt nicht so mega gut, aber... Nee, finde ich tatsächlich noch nicht so gut, aber das war die erste Karte, die revealed wurde, aber also sonst ist wirklich alles stark von ihm. Das ist wirklich krass. Rogue. Gut, beim Schamane haben wir auch eine Karte bekommen, nämlich Unstable Evolution. Transform a friendly minion into one that costs one more, repeatable this turn. Da stellt sich mir eine Frage. Also erstmal, das ist praktisch ein Evolve, das ja nur auf ein Minion wirkt. Und ihr könnt es anscheinend mehrfach einsetzen. Nur eine Frage. Vielleicht hat ja wer gesehen, wie es tatsächlich triggert. Ich verstehe es so, dass ich mir, solange ich noch Mana über habe, immer weiter aussuchen kann, Evolvi's nochmal, okay, jetzt mache ich Stopp. Oder ist es so, wie zum Beispiel, wo ist es denn? Nee. Ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Von wegen, ich gebe so viel Mana aus, wie ich habe. Hier, Forbidden Healing zum Beispiel, Spend All Your Mana. Ist es sowas wie Spend All Your Mana? Aber dann wird es ja auch so dastehen. Dieses Repeatable This Turn habe ich zum ersten Mal gesehen. Bei irgendeiner Karte überhaupt. Deswegen, also ich verstehe es so, dass wir praktisch ein Vieh so oft evolven können, wie wir Mana haben. Oder auch nötigerweise stoppen könnten. Wenn das so der Fall ist, für ein Mana, ist diese Karte fucking strong. Verfickt stark. Wow, ist die stark. Also das gibt euch einfach nur den Ultra-Value. Ihr könnt... Also... Ja, es gibt euch einfach die... die Möglichkeit, schon relativ schnell zu rampen. Das Coole bei Evolve-Shaman ist natürlich, man hat einen Haufen Viecher und man evolvt sie irgendwann. Aber manchmal... Lohnt sich's nicht, Evolve zu spielen für 2-3 Minions. Man will lieber das Board schon mal voll haben oder Double Gangster schon auf dem Feld haben und sonst irgendwas. Aber ist vielleicht schon Turn 7 oder 8. Und das ist vielleicht schon für den Midrange-lastigen Evolve-Shaman zu spät. Da kann ein Stable Evolution halt natürlich krass sein, ja. Dass ich dann das und das und das Minion schon habe, dann picke ich mir eins raus, Evolve das viermal, plötzlich ist es ein 5 oder 6 Drop. Es bringt irgendwie, habe ich das Gefühl, dass diese Karte noch mehr Tempo in den Evolve-Shaman bringt. Ja. Also auf jeden Fall ein Push für Evolve Shaman. Wie gut es wirklich ist, ich habe Evolve Shaman länger nicht mehr gespielt. Aber tatsächlich, ich glaube, der korrigiert ganz gut. Ich glaube, Unstable Evolution halte ich für starke Karte. Das auf jeden Fall. Es wurden auch irgendwie an sich nur starke Karten revealed, habe ich den Eindruck. So, wir haben beim Warlock genau eine Karte. Nämlich Possessed Lackey. Deathrattle, Recruit a Demon für 5-1-2-2er. Ich korrigiere mich, wir haben nicht nur gute Karten bekommen. Tatsächlich muss ich bei ihm sagen, zu teuer. Ihr bekommt irgendeinen Dämon. Also, und ich würde mal nicht sagen, dass ihr nur, also bei denen, also ist egal, ob ihr Control Warlock spielt, Demon Lock, Zulock, Disco Lock, ihr werdet immer auch billige Basic Sachen drin haben. Ja, Basic Demons, die... Ihr könnt normalerweise, also in den Decks, die ich zumindest kenne, nicht garantieren, dass ihr auf jeden Fall einen Void Lord oder eine Doomguard kriegt von dem Vieh. Und selbst dann ist es halt fucking langsam, ja. Also ein 2-2er für 5, mal abgesehen davon, dass es in einem Zulok oder in einem Ding oder in einem Zulok, in einem Disco-Lock oder irgendwas schon viel zu langsam wäre. Das heißt, es geht eigentlich nur in einem Control-Lock. Und dass man da sich noch nicht mal aussuchen kann, was für ein Demon man kriegt, der muss dastehen, er muss sterben, da wird das Ding rekrutiert und dann erst, wenn ihr wieder dran seid, dann könnt ihr mit dem Minion was machen. Und das alles, also, nee. Nee. Possessed Lackey halte ich für nicht gut. Halte ich für leider viel zu langsam. Dann kommen wir zum Warrior. Der Warrior hat auch ein paar schöne Karten bekommen und ich sehe
rotes, grünes Licht. Ich wollte eigentlich grünes Licht sagen, warum sage ich rotes Licht? Ich sehe grünes Licht für den Warrior, nämlich der geht wieder, also man hat es ja schon an der wunderschönen Legendary gesehen, irgendwie wieder richtig stark gegen Control und das feiere ich. Der gute alte Control Warrior mit ganz viel Rüstung. Lässt sich schon erahnen mit der ersten Karte für 3 Mana, Reckless Fury. Spend all your armor, deal that much damage to all minions. Freunde, das ist eine Karte, die der Warrior auf jeden Fall gebraucht hat. Man hat natürlich vorher schon Sleep with the Fishes gehabt mit Whirlwind zusammen. Das sind aber 3 Schaden für alle, ja. Mit Reckless Fury gebt ihr natürlich eure ganzes Armor auf, ganz klar. In der einen oder anderen Situation wird es vielleicht nicht so gut sein. Aber es gibt viele, viele Situationen, wo es gut ist, ja. Und das ist eine verfickt starke Karte. Das muss man einfach sehen. Bei einem Control Warrior, der gerne und gut mal 8 bis 10 oder noch mehr Armor hat, sprengt er das gesamte Feld, ja. Also das heißt, es ist das erste Mal, dass ich sage, wow, endlich mal ein Field Clear, der irgendwie an Brawl rankommt und vor allem, ich denke auch mit zusammen mit Sleeper with Officials und so weiter, irgendwie auch Brawl vielleicht, ich weiß nicht, ob es Brawl ablösen kann, aber er kann ihn auf jeden Fall, ja, in Control Warrior, würde ich jetzt noch einen Brawl reinmachen? Da ist halt die Frage, weil Reckless Flurry ist schon ziemlich stark. Cooles Ding, also endlich mal ein gescheiter Field Clear für einen Warrior, der auch noch billig ist, für 3. Finde ich cool, auf jeden Fall. Dann hätten wir noch den Dry Whisker Armorer. Für 2-2, ein 2-2er für 2. Battlecry for each enemy minion gain 2 armor. Alter Verwalter. Ist das eine starke Karte. Wie gemacht gegen Aggro? Wie gemacht? Also man stellt sich Kalazoth Rogue vor, der in der zweiten Runde gerne und gut mal 2-3 Minions draußen hat. Das sind 6 Armor für einen 2-2er, für 2 in der zweiten Runde. Oder ihr könnt ihn sogar schon in der ersten Runde spielen, falls es der Aggro-Spieler in irgendeiner Weise schon übertrieben hat, mit Ally Cat vielleicht sogar. Dry Whisker Armorer ist tatsächlich ein wahnsinnig starkes Minion, muss man ja sehen, ne? Das muss man ja einfach sehen. 2 Armor, das ist also eine Hero Power. Und trotzdem 2-2er noch für 2, also. Krasse Scheiße. Also. Der einzige Punkt, wo das Vieh nicht nur worth ist, ist eigentlich nur, wenn nur ein Minion vom Gegner liegt oder gar keins. Das ist der einzige Möglichkeit, wie das Vieh kein Value haben kann. Ansonsten hat es immer Value. Und zusammen mit dieser, ja, ich denke schon, recht tankigen Alternative des Warriors, das wir jetzt erwarten können, ist schon ziemlich krass. Vielleicht wird auch noch der Mill Warrior dadurch noch ein bisschen genervt. Aber dafür habe ich den zum Beispiel zu wenig gespielt. Dann haben wir noch das letzte, ich glaube das letzte Unidentified Item jetzt bekommen. Nämlich Unidentified Shield. Gain 5 Armor und gains a Bonus Effect in your deck. Und diese 4 Bonuseffekte wären folgende. Kostet übrigens 6 Mana. Also man bekommt erstmal 5 Armor und noch einen Bonuseffekt. Entweder für Tower Shield plus 10, gain 5 Armor and gain 10 Armor. Sacred Shield, gain 5 Armor and deal 5 Damage. Rune Shield, gain 5 Armor, summon a 5-5 Golem. Spiked Shield, gain 5 Armor, equip a 5-2 Weapon. Was ich vom Value her schade finde, ist, dass ich diese Effekte teilweise unterschiedlich stark finde. Also 15 Armor ist eine Ansage, ganz klar. Aber man muss halt sehen, es gibt Karten wie Ironhide. Allein schon 5 Mana sind laut dieser Karte 1 Mana wert und ihr zahlt 6. Ja. Wir haben auch Shieldblock, das uns 5 Rüstung gibt. Wir haben... Wo ist es denn? Ich glaube, ich bin schon dran vorbei, oder? Nee. Diese eine Karte, die euch hier... Bring it on. 10 Armor. Klar, da... die ist... Sagen wir mal, die wäre zum Beispiel 3 wert vielleicht. Also ich finde, das mit den 6 Mana für 15 Armor ist schon ein bisschen teuer. Aber 5 Damage and gain 5 Armor... ist schon mal ein bisschen was anderes, auf jeden Fall. Ich würde sagen, das ist schon nahezu 6 Mana wert. Das ist ein Fireball, bisschen schlechter, plus 5 Armor. 5 Armor, aber wiederum 5 Armor und ein 5-5er Golem finde ich zum Beispiel absolut worth, weil
praktisch ein 5-5er Golem ist 5 wert und ein Armor, 5 Armor ist 1 wert, das heißt also kommt genau auf 6. Und 5 Armor und eine Weapon ist auch sehr, sehr fair, weil eine 5-2er Waffe, wir kennen sie alle und fürchten und lieben sie alle, Arcane Reaper. Ist also praktisch einfach ein Arcane Reaper mit 5 Armor drauf. Ich bin mir trotzdem nicht sicher, ob ich die spielen würde. Ganz ehrlich. Also wenn ich jetzt voll auf Armor wäre oder wenn ich voll auf Nicht-Zauber spielen, damit möglicherweise Recruit-Sachen öfter gecastet werden. Man könnte vielleicht wirklich nur den Legendary von Warrior reinmachen, ansonsten nur Clear und nur Armor. Und dann irgendwie gucken, dass man den Geoscalper Yip in irgendeiner Weise am Leben erhält. Vielleicht irgendwie so als Witziges, so als Fun-Deck. Aber, oder vielleicht auch ein Mill Warrior, kann man auch versuchen. Aber auf jeden Fall, das Identified Shield, ich finde es spielbar, aber tatsächlich, man muss einfach mal nur mal auf die Kosten gucken. Also, wenn es 5 Mana wären, dann würde ich sagen, ist eigentlich ganz lecker, aber 6, ich finde es ein bisschen teuer. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es ein bisschen teuer. Ich habe jetzt alles verglichen mit Karten, die wir schon kennen, die genau den Effekt haben, nur dass diese Karte eben die beiden Effekte in einer kombiniert. Spart euch eine zusätzliche Karte, okay. Muss man halt auch noch berücksichtigen. Aber ansonsten ist eigentlich alles worth. Aber nichts, wo ich sage, das hat jetzt mega Value. Das ist, überschreitet jetzt irgendwas. Das, versteht ihr, was ich meine? Und dann ist es ja auch noch, wenn ihr es euch wieder wenigstens aussuchen könntet, aber ihr könnt es euch noch nicht nochmal aussuchen, ihr müsst mit dem leben, was ihr kriegt. Und also wie gesagt, wenn ihr nicht um Armor rumspielt, dann würde ich es nicht spielen. Also wenn so oder so im Control Warrior. Das so oder so. Dann sind wir bei den neutralen Karten und haben wir genau eine Karte bekommen, die auch nicht so toll war, glaube ich. Wo ist er? Genau. Furborg Mossbinder. Für 5 Mana, 1-1er. Battlecry, transform a friendly minion into a 6-6. Das kann man relativ gut vergleichen mit dem Big Time Racketeer. Der ja eigentlich auch bald aus der Meta raus ist, aus einem Standard-Meta zumindest. Aber außer dass der Racketeer eben kein zweites Minion braucht und dass er eben keine Elemental Sache hat. Keine Elemental-Eigenschaft. Aber trotz allem ist Furborg Mossbinder in vielerlei Augen, so wie ich mich umgehört habe, eher einfach ein Nerf für Evolve, wo halt auch was dran ist, wenn man ehrlich ist. Absolut witzig, solche Plays werden auf jeden Fall kommen, denke ich. Ich Evolve mein 4-Drop und es wird zum Furborg Mossbinder. Ich Evolve nochmal, wird es zu Big Time Racketeer. Das wäre natürlich mega witzig. Und dann noch in die, in die Legendary vom Paladin geht ja gar nicht. Doch geht, natürlich geht das. Haha, wir haben also wirklich die Chance, erst einen 4-Drop zu einem Furborg Mossbinder zu evolven. Dann wird es doof für Big Time Racketeer. Und wenn man auch noch mal zufrieden ist, auch noch mal den 7-Drop vom Paladin, der auch zum 1-1er ist. Also, das wäre natürlich witzig, wenn sowas passieren würde. Aber gut. Zur Karte an sich muss ich sagen, es ist halt scheiße, dass ihr ein zweites Minion dafür braucht. Das auf jeden Fall. Weil für dieses Minion habt ihr eben auch Mana bezahlt. Der Big Time Racketeer 6-6er ist praktisch umsonst. Ist im Preis mit inbegriffen, kann man sagen. Und auch schon der Big Time Racketeer wird in der Meta nicht gespielt, sondern ist eigentlich eher relativ beliebt in der Arena. Da sehe ich auch eher den Furborg Mossbinder. Aber den Racketeer, aber den würde ich tatsächlich nur spielen, wenn ich ihn irgendwie on Curve spielen könnte. Und auch nur bei Paladin. Irgendwas, wo ich safe ein anderes Minion habe. Ansonsten sehe ich die Karte tatsächlich nicht. Das war's dann aber auf jeden Fall wieder mit eurem Olli von den Aufregers. Das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich freue mich wieder auf eure Kommentare, auf eure Fachsimpeleien, auf eure Diskussionen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Olli, over and out.